Endlich mal wieder in Ruhe lesen. Ich habe richtig Lust auf dieses Buch und in letzter Zeit komme ich irgendwie gar nicht so richtig zum Lesen. Mein Smartphone lege ich lieber mal weg. Sag mal, was ist denn hier los? Das Ganze kommt euch bestimmt bekannt vor. Man will eigentlich gerade gar nicht aufs Smartphone starren und dann kommt so eine kleine Meldung, die einen irgendwie doch neugierig macht und am Ende kommt man wieder nicht aus den Insta-Stories raus oder scrollt doch fröhlich bei TikTok weiter. Das ist kein Zufall, sondern wird von den App-Herstellern ganz bewusst eingesetzt. Auf Englisch nennt man das Nudges und auf Deutsch übersetzt heißt es tatsächlich so viel wie kleine Anstupser. Was machen diese Nudges jetzt eigentlich? Die stupsen uns ganz sanft in eine Richtung. Und zwar genau so sanft, dass wir uns nicht gezwungen fühlen und dann eben gerne genau das machen, was die Nudges wollen. Das perfekte Beispiel dafür ist ein Experiment, das in einem Flughafen in den Niederlanden auf einem Männerklo durchgeführt wurde. Zugegeben kenne ich mich mit Männertoiletten jetzt nicht so gut aus, aber anscheinend wird da gerne mal daneben gepinkelt und Schilder oder Hinweise, das zu unterlassen, helfen irgendwie nicht so sehr. Am Flughafen in Amsterdam wurden kleine Sticker, die aussahen wie eine Fliege, in die Pissoirs geklebt. Und danach hat sich das Danebenpinkeln deutlich verbessert. Die Herren auf dieser Toilette wurden also ganz vorsichtig in eine Richtung gestupst. Die haben nämlich alle versucht, diese Fliege zu treffen. Und genau so funktioniert es bei deinen Apps auch. Die Apps sagen dann, komm, schau noch mal rein, bleib noch ein bisschen länger bei uns. Und das ist gut für die Apps, denn je mehr Zeit du mit einer App verbringst, desto mehr Geld kann die App mit dir verdienen. Schön für die App, aber blöd für dich, denn gerade sowas wie mal in Ruhe lesen oder einfach aus dem Fenster gucken, wird immer schwerer, wenn man ständig angestupst wird. Doch es gibt eine Lösung, die meisten Nudges kannst du ausstellen. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Nudges in Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp und Netflix ausstellen kannst. Fangen wir mit Instagram an, weil Instagram stupst dich ungefähr bei allem an, was auf der Plattform passiert. Neue Likes, neue Kommentare, jemand hat dir eine Nachricht geschrieben und wenn du eine Weile lang nicht da wärst, dann kriegst du sogar Nudges, wenn deine Freunde irgendwas posten. Das kannst du ausstellen, so geht's. Hier kannst du alle Benachrichtigungen, also Nudges, für einen bestimmten Zeitraum ausstellen. Das ist perfekt für Konzentrationsphasen oder wenn du einen Tag mit Freunden oder der Familie verbringst. Manche Infos möchtest du aber vielleicht auch dauerhaft ausstellen, weil du die überhaupt gar nicht brauchst. Das geht hier. Wenn du so wie ich super viel Zeit auf Instagram verbringst und es eigentlich gar nicht willst, dann gibt es einen Nudge, den du hinzufügen kannst und den würde ich dir sogar empfehlen. Das Ganze geht unter deine Aktivität. Keine Sorge, Instagram ist dann nicht verboten, aber weist dich nochmal so kurz darauf hin, hey, so lange wolltest du vielleicht gar nicht auf der Plattform sein. So ähnlich wie die Fliege im Klo eigentlich. Bonustipp, ein ganz krasser Nudge auf Insta sind die Stories bzw. der Aufbau der Stories. Denn die laufen ja automatisch immer weiter und so wirst du immer weiter reingezogen und das Aufhören fällt super schwer. Das kann man leider nicht ausstellen, aber man kann dran denken und sich immer wieder dran erinnern, Moment mal, hier werde ich doch die ganze Zeit weiter genudged. Außerdem, mein Tipp ist immer, wenn du nur wenig Zeit hast, erst gar nicht die Stories öffnen. TikTok nudgt dich genauso wie Insta ständig über Push-Benachrichtigungen, aber das kannst du ausstellen. Das geht ebenfalls über die Einstellungen und dann auf Push-Benachrichtigungen. Das kennt, glaube ich, jeder von TikTok. Man scrollt und scrollt und scrollt und aus 10 Minuten werden ganz schnell eine ganze Stunde. Das kann man leider nicht ausstellen, aber man kann sich zumindest an die eigenen Nutzungszeiten erinnern lassen. Das geht über den Bereich Einstellungen und Digital Wellbeing. Falls ihr euch übrigens immer noch fragt, warum ist mein TikTok-Profil plötzlich privat und warum kann ich keine Nachrichten mehr schreiben, dann schaut mal in den Link in der Infobox, da haben wir das für euch erklärt. YouTube pusht dir gerne mal neue Videovorschläge auf deinen Lockscreen. Du öffnest das und schon läuft ein YouTube-Video nach dem anderen. Schluss damit, denn bei YouTube kann man echt einige Nudges ausstellen. Öffne dazu deine YouTube-App, geh auf Einstellungen und stell als allererstes mal die Push-Benachrichtigungen aus. Keine Sorge, in keiner der genannten Apps gehen die Infos irgendwie verloren. Du siehst sie halt dann nicht auf deinem Lockscreen, also nicht als Nudge, sondern erst, wenn du die App sowieso öffnest. Jetzt nudgt bei YouTube vor allem das Autoplay, das heißt, dass sich ein Video nach dem anderen abspielt. Aber auch das kannst du in den Einstellungen ausschalten. Außerdem kannst du dich auch hier an deine Nutzungszeit erinnern lassen, wieder mal ein ganz hilfreicher Nudge. Und für alle, die ganz gerne noch spät abends gucken, ist es eine coole Sache, sich eine Nudge einzustellen und sich sozusagen ins Land der Träume schubsen zu lassen. Es gibt nämlich die Schlafenszeiterinnerung. Wenn man WhatsApp nutzt, dann sieht der Lockscreen ganz oft so aus. 270 neue Nachrichten in der Klassengruppe, 17 in der Familiengruppe und 3 in der Gruppe, die du noch gar nicht kennst. In WhatsApp kann man Gott sei Dank auch einiges gegen diese Nudges tun.
Über die Einstellungen und dann Mitteilungen kannst du Push-Benachrichtigungen komplett ausstellen. Das ist aber nicht immer die beste Option, vor allem dann, wenn du manchmal auf Chats direkt antworten willst. Was man aber schon machen kann, ist zum Beispiel Push-Benachrichtigungen von Gruppen immer ausstellen und die Vorschau auch grundsätzlich ausstellen. Dann siehst du nur, dass dir jemand geschrieben hat, aber eben nicht diesen kleinen Teaser-Text. Kann auch ganz angenehm sein, weil dann nicht fremde Leute auf deinem Lockscreen Teile von deiner Konversation lesen können. Wer gerne Serien auf Netflix guckt, der kennt das. Genau am Ende der Folge, nach der man eigentlich aufhören wollte, wird's richtig spannend und auflösen wird sich das erst in der nächsten Folge. Vielleicht hat man sogar noch ein bisschen Selbstkontrolle und will gerade ausschalten. Tja, da spielt sich die nächste Folge schon von selbst ab. Ein richtiger Nudge, um schön ins Binge-Watching abzurutschen. Doch, das kann man Gott sei Dank ausstellen. Öffne dazu dein Netflix-Konto im Webbrowser, wähle dein Profil Bearbeiten und jetzt kannst du die Wiedergabeeinstellungen verändern und du kannst jetzt eben einstellen, dass es keine automatische Wiedergabe der nächsten Folge geben soll und zwar auf allen Geräten. Außerdem kannst du hier auch diese automatische Vorschau, die beim Durchklicken immer entsteht, ausstellen. Das waren meine wichtigsten Tipps zu diesen fiesen Stupsern auf deinem Smartphone. Wir können sie zwar nicht ganz einschränken, aber zumindest ein bisschen und natürlich uns darüber bewusst sein, was da gerade passiert. Wenn dir das Video geholfen hat, dann sei doch so frei und schau mal bei uns hier auf dem Like- oder Abo-Button vorbei.